zeige ich dir, wie du hier Hilfslinien einsetzen kannst, damit du besser schreiben kannst. Gehe dabei auf Ansicht, dann auf Hilfslinien und hier kannst du verschiedene Gitternetzlinien einfüllen, sodass es sich nachher besser schreiben lässt. Also sind Quadrate oder dann solche Hilfslinien, die kannst du da auswählen. Wenn du keine mehr möchtest, kannst du da keine Gitternetzlinien anwählen.